Ja, Leute, willkommen zurück bei Call of Dummheit und verrückten Leuten und so weiter. Benfu und ich testen mal hier CD Black Ops 2 aus. Weil es kostenlos ist. Genau deshalb. Sonst würden wir es nie kaufen. Nee, kaufen würde ich mit COD auch nicht, außer COD 4. Aber es ist kostenlos, Leute, und deshalb testen wir das Game einfach mal. For the Lulz, wie ein Mate jetzt von mir sagen würde. Und das ist hier diese legendäre Schiffsmap. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich lang gehen muss. Und ich habe mir einen übelsten Sniper gekrallt. Ob das jetzt so viel Sinn macht, das weiß ich noch nicht. Aber wenn man sich mal so hin und wieder so ein paar Frack-Movies anschaut und so, da sieht man ja übelste Moves und so. Ah, und ich werde das erstmal geholt. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Können wir hier bitte losfahren? Ich bin doch hier. Ich bin doch hier jetzt in diesem. Können wir irgendwie losfahren? Was haben wir denn hier? Wir losfahren? Hacking. Oh. In CD4 muss ich ja ganz schamlos gestehen, konnte ich relativ gut quickscopen. Das wird, glaube ich, vergönnt in dem Game. Ja, das ist mir eindeutig vergönnt in dem Game. Ich will es aber probieren, das ist so witzig. Das sieht immer so witzig aus, wenn die Leute so Quickscopes raushauen und irgendwie so klack, 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 Killfeed. Und so, und ja, keine Ahnung. Oh, bin ich sick. Boah, er macht den Dropshot, oder? Das heißt doch Dropshot, wenn die irgendwie das hinwürfen. Wenn man Reflexe üben will, ist COD, glaube ich, ganz gut. Und wenn man sein Schreiorgan ausbilden will. Ach, wenn einem schon einer abballert, ja, der als Logo FC Bayern München hat, dann weiß man schon, was das für eine Community ist, ne? Oh, ja, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich gleich auch noch ein paar andere Klassen spielen, aber die holen mich erstmal alle hier weg. Das ist auch so eine geile KD, du hast immerhin einen Kill. Na, komm, ich hardscope dich weg. Ja, ich Noob. Die sollen, wenn schon, dann sollen sie auch snipen, aber er steht oben auf dem Schiff. Ah. Ist ja eigentlich scheißegal, ob ich dir das sage oder nicht. Ich bin im Schlafzimmer. Ja, da ist einer. Na los, na los! Verdammt, warum habe ich so spät geschossen? Ah. Es ruckelt. Aktionen, Einstellungen. Wo denn? Ich sehe ihn nicht mal. Ach cool, es gibt keine Grafikeinstellung. Man kann nur Schatten. Ja, ich werde von allen Seiten weggeholt. Leute. Spawn-System auf dem Boot hier. Machen wir mal Schatten aus. Mehr kannst du nicht machen. Springt mich weg. Der weiß es natürlich, dass ich da bin. Mann. Erstmal Sniper. Schnappen. Nee, ich nehme eine andere Klasse. Ich muss ihn mal übelst rumbratzen jetzt. Friss das. Homo! Alter! Okay. Ja. Und bei COD, da braucht man sich gar nicht rechtfertigen, wenn man Scheiße labert. Das kommt ja mit dem Game. Das gehört ja dazu. Man muss ja zum Retard werden, damit man dazu gehört. So kommt mir das vor, wenn ich mir so die Chatlogs mal durchlese hier. Und da kommen die übelsten OP. Sachen vom Himmel geregnet, ich sterb einfach, ich fall einfach tot um. Das ist das Gameplay, das macht das Game aus. Das ist einfach nur vom Feinsten. Next Generation, Motherfuckers. Ich werde einfach weggeholt, guck dir das an, ey. Flup. Rakete drauf. Bam, bam, bam. Bam, da kommt wieder die Rakete. Ah, so hart, ey. Ah, los. Oh, ich hab was. Ah, wie mach ich das? Dann knifet er mich natürlich auch noch. Ja, was war das jetzt? Ja, genau, dann kommt noch so ein Heli. Ja, irgendwie Scheiße, die in der Luft rumschwebt und so. Und
Ey. Krass. Scheiße, die sind frisch. Ah! Ja, Mann. Mit dieser kleinen ist nicht so, dass Killstreaks ganz OP sind oder so. Diese Dinger, ja, ich werde aus dem Nichts geholt. Nee, da kannst du doch gar nichts gegen tun. Ah, und der weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich mache einen Teamkill. Oh nein, doch nicht. Ich hab's nicht geschafft. Ich wurde derzeit getötet. Ich hab noch nicht mal Teamkill gefällt. Ich schaffe irgendwie auch nichts. Ich nehme jetzt wieder Sniper und mache hier so Tryhard. Was hängt denn da in der Luft rum? Ja, ne? Oh, wie geil. Ja, ist nicht so, dass der Typ irgendwie 100 Kills damit am Schluss hat? Ja, ne? Da. Man kommt aus seiner Deckung raus und ist abgespannt. Oh, ich hab ihn weggescoped. Ich bin gut. Ja, natürlich. Das ist damit einbegriffen. Krass, ey. Also ich will da auch einen Teamkill. Ja, wo denn? Oh, der hat mich gemessert. Ja, hier sind Hunde hinter mir her. Aha. Ey, tölen hier. Warte, bleib mal still. Du willst mich mal töten? Ich will auch mal was töten. Was? Alter, ich hab einen Hund getötet. Richtig böse. Ich hab einen Hund getötet. Ey. Bist mies. Ja, die sind auch noch One-Hit. Ja. Und was hat mich da gekillt? Ja, wieder so ein Teil, was durch die Luft fliegt. Alter, ich mach meinen Hund jetzt noch nicht gut töten. Ja, genau. Ich hab einen Quickscope gemacht. Oh mein Gott, ich bin so gut. Bleib mal stehen. Ja. Getötet? Nee. Nee, schade. Also kann man nicht. Autsch. Wie viel habe ich? 5 zu 43. Ich hab 43 Tote schon. Na. Ja, hier. Da. Yeah. Das ist Rampage. Rampage. Bam. Das ist eigentlich auch Burnout. Ja, ich hab auch Burnout Paradise. Machen wir mal zocken. Ja, stimmt. Da können wir auch mal so ein paar kleine Teile drüber machen. Weil das auch mal. Das ist eigentlich ein relativ schönes Game. Ein gelungenes im Gegensatz zu diesem hier. Hier, guck mal. Dim, 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 bam. Dim, 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 bam. Tot? Und spawnt es. Guck, du hörst es. Dim, 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 dumm. Tot. Soll ich dich mal töten? Nee, sollst du nicht. Mann, man kann sich nicht gegenseitig töten. Ja. Ich bin auch noch Beste aus unserem Team. Ja, normal. Schütze am Boden. Boah, bin ich gut. Ah. Aber mit Sniper bin ich sogar noch relativ annehmbar. Also mit 751 bin ich zufrieden. Das ist einfach die KD meines Lebens. Ich glaube, ich habe den Punkt gefunden, den man einnehmen soll. Was? Du sollst mal einen Punkt einnehmen? Ja. Ehrlich? Ah, cool. Ah, der campt in der Ecke. Yeah! Oh, wir das haben verloren, ist das Game, Leute. Das Game. Wir haben ganze 11 Punkte erzielt, Leute. Das ist echt genial. Episch. Punkte. Ja. Also ich bin ja froh, dass ich Unknown Soldier bin. Weil dann weiß niemand, wer ich bin und was für Noob ich bin. Vor allem. Ja, Mann. Hm? Ja, genau. Episch. Call of Dipshit und Call of Dummheit und Call of OP Air Strike K
Kram, der dich aus der Luft holt, durch die Luft jagt, hast du nicht gesehen. Also ich habe ja auf der LAN, würde ich sagen, auf der feinen LAN-Party habe ich ja irgendwie 5 Stunden COD mindestens gespielt, aber das war COD 4. Und es gab keine Sekunde, wo mir das Game nicht Spaß gemacht hat. Das war geil, das hat richtig Spaß gemacht. Natürlich, als dann plötzlich Heden in der Luft war, habe ich mir auch gedacht, ja komm, das muss jetzt auch nicht so sein. Aber ansonsten war das irgendwie immer geil. Aber wenn ich mir jetzt sowas anschaue und auch mal so ein bisschen den Verlauf von COD... Ups, ich muss hier fortsetzen drücken. Ja, gut. Wunderbar, umso besser. Wenn ich mir den Verlauf von COD und Geschichte und so weiter mal anschaue, dann merke ich, wie schlecht das Game eigentlich ist. Das ist eindeutig nicht besser geworden. Grafisch ist es stehen geblieben, meiner Meinung nach. Gameplay-technisch ist es nicht besser geworden. Die komischen Killstreaks sind absolut übertrieben. Das kann man sich absolut nicht geben. Also viele sagen ja, MW2 war der letzte gute Titel. Ja, das kann gut sein. Ich habe MW2 nicht lange gespielt, habe es relativ schnell aufgegeben, weil ich da auch nicht unbedingt... Kann man da drauf schießen? Es explodiert? Nein. Was kannst du in dem Game überhaupt? Sterben durch Hunde und so. Ich habe einen geholt. Autsch. Ich bleib jetzt bei Sniper. Da werden sie... Boah, das werden sie so schön. So viele Leute werden... Ich hab einen getötet. Mein erster Kill. Mein erster Kill. Auf die Beine! Krabbel dich wieder auf! Beweg dich! Granate! Das ist toll. Ja, das ist so toll. Ich glaub, ich bleib bei Agent. Okay. Und ich sprint hier mal fröhlich durch die Landschaft. Wo muss ich hier hin? Boah, klettern. Episch. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ich hab Angst. Ich werde doch hier sicher irgendwo aus irgendeiner Ecke gleich weggeholt. Die Gegner müssen eigentlich nur hinter mir herlaufen, mich knifen. Das wird schon reichen. Ich bin besser in unserem Team. Ehrlich? Ich finde auch keine Gegner. Wir sind alle bei diesem Eroberungs. Granate fliegt! Ja, ich kann das eben nicht. Mausempfindlichkeit ist aber irgendwie zu niedrig, finde ich. Aua, ich habe ihm doch Hitmarker gegeben. Ist doch gemein. Alter, ich habe schon 4 Kills. Krass. Ja. Kann man hier hoch? Nein, natürlich kann man hier nicht hoch. Ah, geil. Oh, lol, das ist der übelste OP-Shit. Ah, ich habe einen Hitmarker bekommen. Hier. Ah, stark. Ah, das ist ja richtig OP. Wenn ich mich hier so oft in die Ecke stelle. Hier so durchsprinte. Ja, ich sprinte jetzt einfach so durch die Kante. Und hole einfach alle hier mit meinen Dual Pistols. Episch. Ja, das ist es. Das ist the real skill, bitches. Wechsle das Magazin. Hellstorm-Rakete unterwegs. Oh, vor mir ist gerade einer gestorben. Ah, ich werde, glaube ich, weggesniped hier. Alle tot bei uns hier hinten. Ich lauf jetzt einfach mit dem Kram hier rum. Was sind die denn alle?
wahrscheinlich irgendwelche Noobs, die sich irgendwie die CD schon gekauft haben, sich irgendwie einen zweiten Steam-Account gemacht haben, um dann die Tricks-Level oder so zu sein. Das kann gut sein, ja. Haben No-Scope. Episch, einfach nur. Also sagen wir mal so, ein bisschen durch dieses schlechte Gameplay kriegt das Game einen gewissen Humorfaktor für mich. Ah, ich muss den Sniper nachladen. Ahaha. Tihihi. So, nachladen. Jetzt geht's wieder episch ins Getümmel. Ah! Fuck, der stand hinter mir. Ich hab 5 zu 4. Ich hab positive KD. Kannst du mir nicht erzählen. Das ist einfach DSP-Action. So episch Pro-like. Autsch. Ah, geil. Geil, geil, geil. Das könnte ich ganz nachspielen. Ich würde nur feiern. Weiß ich, glaube ich, könnte da gar nicht ragen. Ab wie viel Millisekunden wirst du als Hardscoper bezeichnet? Weiß ich gar nicht. Also aber irgendwie gibt es so eine Kulanzzeit unter Gamern. So bis da und da bist du noch okay. Und ab da zählst dann schon nicht mehr als normal, sondern als Hardscoper. Ahaha! Hast du das gesehen? Ey, die campen beide da oben. Geil. Ja, genial. Richtig harte Ware, was sie da liefern. Gesundheit. Hab einen Schützen. Mich wundert, dass es mir bisher noch niemand von hinten da. Ja. So, jetzt steige ich aber hier wieder in meinem Skill ab. Ich kann nämlich mit meinen. Nenn ich das noch Akimbo? Akimbo Pistols oder so? So, jetzt mache ich einfach mal was Episches. Nicht. Scheiße. Guck dir wieder unsere Punkte an. 230 zu 26. Episch, ne? Ja, Alter. Es gibt keiner toppen. Na, da kommt einer noch hinter mir. Fuck. Also Teambalancing ist einfach nur richtig geil. Weil es einfach kein Teambalancing ist. Ich würde einfach mal ganz frech behaupten, dass es nicht existiert. Ah, den da oben hätte ich ja noch holen können. 6 zu 9. Einfach richtig genial. Schlechte Leistung. Habe ich gebracht. Haben wir alle gebracht, glaube ich. Oder haben wir beide gebracht. Und ich sag, ja, danke fürs Zuschauen. Dieses Let's Test Bad. Ich wollte schon sagen Battlefield. Aber Black Ops. Black Ops 2. Weiß nicht, man muss das. Ja. Modern. Rechtschreibung 2. Naja, aber das ist ja leider nicht. Aber trotzdem sage ich danke fürs Zusehen. Wer noch mehr von diesem humorösen Kram haben will, der kann auch gerne weiterhin reinschauen. Wir machen nämlich, solange Black Ops 2 frei ist, natürlich auch noch gerne ein paar Let's Tests für euch. Bisschen die Stimmung einfangen. Das ist einfach nur genial. Und die Leute, die von euch CD professionell spielen oder halt öfter spielen, nehmt uns nicht so ernst. Wir haben keine Ahnung von dem Game, deshalb, ja, nehmen wir das Ganze ein bisschen auf die leichte Schulter. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.